Liebe Gemeinde im Netz, Kommunikation ist ganz einfach, nicht wahr? Ich sage zu meinem Kind, komm heute bitte nach dem Turnverein pünktlich zum Essen. Alles klar, nicht? Die Sachbearbeiterin bittet einen Kollegen, ich muss mal kurz weg, gehst du bitte ans Telefon, wenn es klingelt? Alles klar. Ich erkläre im Restaurant, ich möchte mein Steak bitte gut durchgebraten. Alles klar. Der Abend naht und wer nicht kommt, ist das Kind. Die Familie wartet, das Essen schmurgelt auf dem Herd vor sich hin. Die Ersten werden ungeduldig, schließlich beginnt man das Abendessen ohne den Trödler. Die Stimmung ist mittelmäßig. Alles klar. Die Sachbearbeiterin kehrt zu ihrem Arbeitsplatz zurück und fragt, gab's Anrufe? Der Kollege schaut auf und meint, ja, aber ich musste es klingeln lassen. Ich war gerade bei einer schwierigen Berechnung. Dicke Luft. Alles klar? Das Steak kommt und ist nicht gerade als gut durchgebraten zu bezeichnen, eher als medium. Der Kellner wird geholt. Schauen Sie sich doch das an, das Steak ist nie und nimmer gut durch. Der Kellner antwortet, in unserem Haus ist das genau gut durchgebraten. Sie wollen doch kein verkohltes Steak. Der schöne Abend hat einen Stich bekommen. Alles klar? Dieselben Vorgänge noch einmal aus der anderen Perspektive. Das Kind denkt sich im Stillen, diese gemeinsamen Abendessen gehen mir langsam auf die Nerven. Immer dieses Rumkommandiert werden, was ich zu tun und zu lassen habe. Und auf dem Nachhauseweg vom Turnverein trifft es den besten Freund und sie machen einen großen Umweg, um zu quatschen. Das Kind erinnert sich noch einmal kurz an das Abendessen, aber dann sagt es sich, die brauchen mich gar nicht dazu. Der Arbeitskollege hört das Telefon klingeln, aber er ärgert sich. Warum falle ich immer wieder auf die zuckersüßen Bitten herein? Immer bin ich der Dumme. Für mich tut sie nie etwas. Soll sie doch den Anrufbeantworter einstellen? Der Kellner merkt, dass der Gast eigentlich recht hat. Das Steak ist definitiv nicht durchgebraten. Gleichzeitig weiß er, wenn ich das zurückgebe, dann gibt es einen Riesenkrach in der Küche. Die Stimmung ist eben dort richtig mies. Wahrscheinlich werde ich sogar angeschnauzt, dass ich den Bestellzettel nicht gut leserlich ausgefüllt habe. Kommunikation ist ganz einfach, nie im Leben. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth im ersten Brief an die Korinther seine Gedanken zur Kommunikation und zwar zu einem der vielen Spezialfälle, Kommunikation in der Gemeinde. Und da heißt es unter anderem, wer prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt auch aus, dass die Gemeinde erbaut wird. Für uns heutige Leser und Leserinnen ist die ganze Passage aus dem ersten Brief an die Korinther im 14. Kapitel etwas mühsam. Denn Paulus setzt Formen von Reden voraus, die bei uns heutzutage anders geübt werden. Prophetische Reden, Reden in Zungen, an anderem Ort spricht er auch von Worten der Offenbarung, Worten der Erkenntnis und so weiter. Es macht gar keinen rechten Sinn, jetzt tiefen Bohrungen vorzunehmen, was damals wohl im Einzelnen geübt worden ist. Kurzum, bei uns geht es nämlich anders zu. Sinn macht es aber, vom Ziel dieser Passage her zu überlegen. Da liegt nämlich der Hund begraben. Paulus zielt darauf ab, dass er die Korinther damals und uns heute fragt, zu welchem Zweck machen wir das eigentlich? Was soll dabei herauskommen, wenn wir miteinander reden? Und das kann er klipp und klar benennen. Trachte danach, dass er die Gemeinde erbaut. Der Zweck unserer ganzen Gemeindeveranstaltung ist das, die Gemeinde zu erbauen, Menschen zusammenzuführen, sie zu einer Gemeinschaft werden zu lassen, sie dazu motivieren, gemeinsam zu handeln. Auferbauung der Gemeinde heißt, uns zusammenführen, zur Eintracht beitragen, Gemeinsamkeit stärken, Gott in der Gemeinschaft erfahren, aufgerichtet werden und andere aufrichten. Und jetzt lohnt es sich, für uns heute zu übersetzen, was Paulus konkret beobachtet hat. Da waren also die Zungenredner und da waren die prophetischen Reden.
Da gab es die Zungenredner, denen es mehr darauf ankam, wie sie etwas sagten, nämlich verzückt und stammelnd damals in höchster Aufregung und persönlich ergriffen. Und die anderen, die mit der prophetischen Rede, denen es mehr darauf ankam, was sie sagten, die in wohlgesetzten Worten ausgerichtet haben, um was es geht. Diejenigen, die deuten konnten, was Glaube, Liebe, Hoffnung heute heißt. Die mit der prophetischen Rede. Ins Heute übersetzt. Für die einen war Kommunikation Gefühl. Schaut her, wie es mir geht. Hört zu, was mir passiert ist. Für die anderen war Kommunikation Mitteilung. Hört genau zu, was ich zu sagen habe. Folgt meinen Gedanken. Wenn Kommunikation gelingen soll, muss sie offensichtlich beides berücksichtigen. Die Gefühle und den Verstand. Das Gefühl hätte den Eltern sagen können, das Kind hat es langsam über, immer um 18 Uhr zu Hause sein zu müssen. Hätte der Kollege sein Bauchgefühl gehört, hätte er vermutlich die leise Warnung gehört, du übertreibst es langsam mit den Bitten an die Kollegin. Und ein wenig mehr Verstand hätte dem Kellner sagen müssen, auch wenn ich mich vor dem Koch fürchte, kann ich die Gäste nicht für dumm verkaufen wollen. Wenn wir an die Gemeinde zurückdenken, dann stimmen wir wahrscheinlich darin überein, dass in evangelischen Gottesdiensten und Versammlungen ziemlich viel Verstand waltet und eher wenig Gefühl. Wir gehen in die Predigt, sagen sie in Württemberg. Alles läuft sehr geordnet und gesittet ab. Niemand stammelt oder schreit oder stöhnt und sagt auch nur Halleluja oder Amen. In der Kategorie prophetische Rede, Verstand, sind wir ziemlich gut. In der Kategorie Zungenreden, Gefühl eher mau. Mit den Gefühlen haben wir es nicht so, aber kaum jemand von Ihnen würde jemals in einen Gottesdienst gehen, wenn Sie dort nicht auch mit Ihren Gefühlen angesprochen würden. Sie sind vielleicht gerne in Ihrer Kirche. Sie mögen diesen Kirchenraum. Oder Sie freuen sich darauf, zwei, drei bekannte Menschen zu sehen. Oder Sie mögen den Klang der Orgel und die Musik und dieses schöne Gefühl, wenn Menschen jetzt endlich wieder einmal miteinander singen. Oder Sie spüren, dass im Gottesdienst etwas passiert, was sonst im Alltag so nicht vorkommt. Es wird Ihnen immer wieder mal egal sein, was die Pfarrer zu sagen haben. Es wird Ihnen nicht egal sein, ob Sie sich in der Kirche wohlfühlen. Sie stecken eine langweilige Predigt auch einmal weg. Aber Sie erinnern sich an das herzliche, kurze Gespräch an der Kirchentür. Paulus erinnert uns daran, beides gehört zusammen. Es ist nicht beliebig, was geredet wird, nach dem Motto, Hauptsache es herrscht gute Stimmung. Und es ist auch nicht egal, wie wir in der Gemeinschaft mit unseren Gefühlen ankommen, Hauptsache die Predigt stimmt. Wir bauen die Gemeinde auf, wenn sich beides verschränkt. Wir bauen die Gemeinde auf, wenn sie als ganzer Mensch angesprochen werden. Wir bauen die Gemeinde auf, wenn sie glücklich aus unseren Gottesdiensten und Versammlungen weggehen und wenn sie mit einem guten Gedanken die Kirche verlassen. Und ganz konkret, zeigen Sie, dass Sie die anderen wahrnehmen. Gehen Sie auf die anderen zu, grüßen Sie sie, erkundigen Sie sich nach den anderen. Lassen Sie sich anmerken, was Sie berührt. Sagen Sie das anderen. Und wahrscheinlich werden Sie spüren, dass Sie damit nicht alleine sind. Sich verstanden zu fühlen, macht glücklich. Wünschen Sie sich etwas, ein Lied, das Sie mögen, eine Erklärung zu einem Gedanken, der Sie bewegt. Lassen Sie Ihre Pfarrer wissen, wofür oder für wen Sie beten sollen, auch in den Gottesdiensten. Gott hört das in den Gottesdiensten nicht besser, als wenn Sie es alleine tun, aber Sie dürfen fühlen, dass Sie im Gebet gemeinsam getragen werden. Ich gebe Paulus von Herzen recht. Wir sind in der Lage, Gemeinde aufzubauen. Wir können so kommunizieren, dass das passiert. Wenn wir das mit Herz und Verstand tun, dann dürfen wir auf den Heiligen Geist vertrauen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft,
der bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen.